Ich schau mal in dein Inventar, da findest du was. Und die Wasserräder? Die mach ich jetzt nicht. Die Wasserräder sind am einfachsten. Ich weiß, aber deswegen wir haben keinen Stahl. Deswegen mach ich die. Was fehlt euch? Stahl. Sonst hätte ich sie schon gemacht. Ein Stahl haben wir noch. Yay! Wie viel Stahl habt ihr noch? Drei? Eins. Null. Eins. Ihr braucht pro Wasserrad nur ein Stahl. Ja, ich brauche aber ein paar mehr als nur eins. Ich mache kleine ordentliche Wasserstromproduktion. Er braucht 18 Stahl für 18 Wasserräder. Und dann braucht ihr auch mehr als ein Dynamo. Haben wir doch, sechs Stück. Okay. Und das ist nur fürs Wasser. Wind. Bei dem es wahrscheinlich auch bleiben wird. Nee, Wind kommt auch noch. Warum eigentlich ist es? Sag mal, verbraucht immer noch. Gibt's sie überhaupt? Nee, die brauche ich ja alles die ganze Zeit, Alk. Kannst du dir Charcoal herstellen? Und die da rein tun? Wer verbrennt hier Charcoal, um Charcoal herzustellen? Was ist denn das für eine Logik? Was? Eine gute, weil eine Charcoal das Verbrennen bringt 8 neue. Naja, aber trotzdem. Da kann man ja eine normale Kohle nehmen, CO2. Und davon haben wir halt blockweise. Warum lege ich nicht blockweise auch da rein, ey? Das wäre. So, wir haben schon mal. So, jetzt reicht's mir. Ich habe keinen Bock, immer hin und her zu rennen. Ich habe es gerade so eben gedacht, unser Problem wäre wahrscheinlich das Eisen für den Crusher. Das aber es ist Stahl oder nicht? Kupfer? Ja. Stahl haben wir schon komplett fertig. Ich sitze nur noch an den Hoppern. Das da kann ich auf jeden Fall schon mal 4 Wasserräder herstellen. Da haben wir 2. Hier haben wir die nächsten 2. Da haben wir schon mal 4 Wasserräder. Wahrscheinlich wird Eisen auch nicht reichen, aber Kupfer reicht auf jeden Fall nicht. Da habe ich jetzt gerade alle unser Kupfer aufgebraucht. Hä? Warum kriegst du Schaden? Mich hat eine Hexe vergiftet. Tut mir leid, aber das Lachen musste jetzt einfach mal sein. Ich muss ja meinen Vorsprung behalten. Die meisten Mobs gekillt zu haben, darum. Was macht da schon wieder einen Wettbewerb draus? Für mich persönlich ein. 2. Fehlen noch 12 Wasserräder. 6 kann ich noch machen. Das heißt, ich brauche noch mal 6 Water Resargments. Ich glaube, Holz haben wir aber schon genug. Ja, ja. 6 dorthin, da brauche ich noch mal 2. Also 2, 4, 6, 8 Stück noch. Ach, also CO2 uns mangelt gerade nicht an. 6. Kupfer. Mit über 1 Stück Blöcke. Blöcke, okay. Ja, wir werden ja auch ein paar Tage Vorsprung von der Playtime. Und 3 Stacks Blöcke Eisen. Du kannst das ja, warte mal, du kannst ja einfach nachschauen, wo unser Unterschied liegt. Timeplate, ja. Wobei. So, jetzt kann ich mal gucken. Das sind 6 beziehungsweise 9 Stunden. Jein. Du musst ja da, die von Leceptum auch noch dazu zählen. Ike und ich arbeiten ja als Team. Darko? Ja, aber. Ja? 7x7. Hab ich doch gesagt. Sind die so fett? Was? Die Wasserräder. Wasserräder. Die Windräder sind sogar noch größer. Ja, das, die weiß ich, dass die viel größer sind. Die waren 9x9, glaube ich. Nein? Ach ja, die Windräder.
Ja gut, dann geht's jetzt hier los. Das sollte genug Kupfer sein. Verbindest du das eigentlich mit Kabeln oder mit diesen festen Leadkabeln? Die festen Leadkabel kommen daran. Okay, also nicht diese komischen. Nein, also die richtigen Immersive, ja. Kabel. Nee, da ich bin generell die Flux-Ducks nehmen, weil da kannst du keinen Schaden von nehmen, wenn du gegenläufst. Nee, wir machen das alles mit den Lead-Kabeln. Ja, mit den Leads und Flux-Duck. Mit den Leads und Flux-Duck. Jo, und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och Gott, ich muss sogar noch was ausheben hier an der Seite. Im Vergleich zu Bayern halt auch in jedem Belang besser. Du kriegst keinen Schaden. Die leiten besser den Strom und sind nicht gefüllt buggy. 4, 6. 2, 4, 6. Ne, das reicht sogar so hier. Jo, hier ist dann Wandende. Läuft. Also hier unten wird nichts mehr dann großartig gebaut. Ja, es tut mir leid, den reiße ich jetzt ab. Welchen? Die Pumpe. Die steht halt gerade im Weg. Hier ist was runtergeplumpst. Mache ich das erstmal alles in die Maschinenkiste mit rein. Das. So, ich habe jetzt den Ausgang gemacht und meine Maus beschwert. Für was? Wurden Crank betätigen. Ihr seid. In der Zeit, wo du dadurch versuchst, deine Erze zu verdoppeln, hättest du schon das Dreifache gefarmt. Haben wir daran gedacht? Wieso das dreifach gefarmt? Du willst ja damit deine Erze verdoppeln. Ich will das gerade nur machen, damit ich genug habe. Aber ich werde nur so viel herstellen, dass ich davon nur so viel herstelle, dass ich exakt perfekt habe für den Crusher, dass ich den Crusher aufbauen kann. Ich will heute gar nicht mehr wirklich irgendwas farmen. Ich will nur noch den Crusher fertig bekommen. Eins, zwei. Oh Gottchen, Marottchen. Drei. Den Crusher dann wahrscheinlich noch einmal heute in Gang nehmen mit allen Ärzten einmal durchjagen. Das und das. Beziehungsweise fast alle. Ich werde zwei Erzarten werde ich nicht da durchjagen erstmal. Und vorher aber gucken, ob es eine Erzverdreifachung irgendwie gibt, die nicht disabled ist. Und zwar welche? Über Thermal Machine. Nein, ich meine, welche Erze? Platinum und Iridium. Jetzt. Achso, ja. Ah, ich steck fest. Weil sie sind mir ein bisschen zu selten dafür, dass ich sie einfach so nur verdoppel. Wenn du halt Pech hast, ich weiß nicht, ob es eine Verdreifachung möglich ist. Deswegen werde ich gleich einmal nachgucken. So. Da oben kommt dann Wasser rein. Läuft.
Jetzt ist hier schon wieder kein Karkohl drin, ernsthaft? So, ich brauche doch nur noch, wie viel brauche ich denn noch? 5 Stück? Ernsthaft, noch so viele? Nee. 8 mal 3 sind 24. 2 brauche ich bloß noch. Dann haben wir erstmal hier ein bisschen was. Das da. Das da. Dann hier wieder ein Loch, damit ich rauskomme. 5 mehr. 3 noch. Kopf hat sich mal aufgeschlagen und jetzt noch frei. So. Jo, die Watterräder stehen. Auch wenn ich jetzt auf eins verzichtet habe. Ich komme gleich mal rüber zu euch gucken, wenn ich bei mir fertig bin. Jetzt stört der Blastfurnace. Ja. Der kommt eine dumme so Sache, hoch, die ich euch vielleicht sagen sollte. Wie viele Power Cells habt ihr? Eine? Ja, genau. Die hat maximal Input und Output von 100. Was uns relativ egal ist, weil wir haben sie nicht als Verbindungsstück, sondern als nebenbeistehendes. Okay. Das passt schon. Wenn ihr mehrere von denen aneinander stellt, funktionieren die wie eine wie die Capacitor Banks von NDIO. Die erhöhen an ihre maximalen In- und Output eigentlich normalerweise. Mhm. Der Blastfurnace nervt. Ich brauche ihn gerade nicht, kann es gerne umsetzen. Mache ich jetzt auch. Das heißt umsetzen. Ich hau die Blöcke in die Kiste rein. Der kommt ja dann eh eine Etage höher. Ist ja umsetzen. So, Kopf warum hab ich MV Wire? Achso, okay. So. Jetzt geht's gleich mit Wasser da drinnen los und dann haben wir erstmal Strom, der unendlich produziert wird. Ja, deswegen haben wir auch schon Wasserräder geholt, damit wir auch passiv Strom generieren, ohne dass wir irgendwie Kohle oder so nachlegen müssen. Gut. So, nächste Runde. Tin, 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 tin. Und Redstone. 1, 2, 3, 4, 5. Ist da noch Redstone drin? Jo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie viel kriege ich immer raus? Vier. 32. Nee, ich mach das anders. Brauchen wir momentan? Nee, Wassertank ist ja sowieso voll bei uns hier. Bau mal ganz kurz hier hinten die Sink ab und bau die an den Squeezer mit, nee, nicht an den Squeezer, an den Carpenter mit ran.
Damit da mal automatisch. Okay. Naja, der braucht halt auch Wasser jetzt zum Herstellen. Ich brauche jetzt halt die Energiekabel. Jupp, füllt auf. Sehr schön. Dann kann ich da jetzt erst mal 2 Stacks Energiekabel herstellen. Dann brauche ich noch mal Lead und Redstone. Das reicht. Unser Essen müsste exakt auskommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Ich habe noch 4 Stahl, die können da rein. Das da, das Eisen war dort. Cobblestone war dort. Das Tin bleibt mal noch im Gepäck. Der Marble da, das Teil dahin. Puh. Na dann. Walte deines Amtes, Maschine. Wir sollten einen Penny Crusher haben, weiß ich auch, was wir als nächstes gehen. Ich will Biodiesel. Viel fucking Spaß. Was glaubst du, was ich 24/7 versuche? So schwer das Zopf gemacht? Nö, und es ist einfach nur so. Du kannst gefühlt am Tag maximal eine Maschine davon bauen, weil du nicht mehr Stahl herstellen kannst. Weil das einfach nicht schneller funktioniert und ich habe keinen Nerv, mir einen zweiten Blastfurnace zu bauen, zum Beispiel. Ich habe schon 2 Coke-Ofen, die gehen ja recht schnell, das ist nicht das Problem, aber die Blastfurnace. Wir bauen dann wieder Coke-Blöcke und so weiter. Ich mache mir gerade den zweiten, aber das ist nervig. Und zudem, Ike braucht für alles andere auch immer wieder Stahl. Aktuell jetzt der erste Mal nicht. Ne, ich meine immer zwischendurch. Ja, aber. Ist ja nicht schlimm, ist halt so, aber. So kommt man halt auch nicht vorwärts. So, wenn ich jetzt das Wasser hier noch setze, Dako, geht's los, dann haben wir. Hey, jetzt habe ich nur die Befürchtung, alle von TechReborn angeschlossenen Maschinen brennen jetzt durch. Nö. Weil zu viel Strom dran ist. Ach, deswegen brennen die doch nie durch. Doch, die können durchbrennen, deswegen. Das wäre mir neu, wo ich mit Olaf das Projekt gespielt habe. Hatte ich auch unendliche Strompulse und ich hatte keine Ahnung, wie viel Wasser und Windräder. Dann ist es in der Config disabled, aber standardgemäß können die durchbrennen. Die funktionieren. Das ist so gesehen die Nachfolgermod von Industrial Craft 2. Hm. Ist ja gut, wenn's aus ist. Ja. Oder es wird dadurch reguliert, was für Kabel ihr habt. Ja, ich glaube, Ike ist immer auf Lead geblieben. Ja. Ja. Dann wird's dadurch schon allein reguliert, wie viel Strom die auf einmal bekommen. So, und jetzt muss ich einmal hier hinten rein. Wo ist der Mining Drill? Du hast keinen. Doch, da ist er. Habe ich dir wieder einen gegeben? Ich hatte mir vorhin den aus dem Dings genommen. Achso. Aus der Ladestation. Ich muss jetzt das Wasser setzen, ne? Ja, hier bin ich richtig. Das muss mein Hopper sein, oder? Ja. Genau, hier. Aber das macht sich mit Drill beschissen, deswegen nehme ich die Picke. Das war zu viel des Guten. Ne? Dahin mit dir, du Kackstein. Wenn ich das hier hinmache, dann hier einmal weg.
So. Ich muss dann hier trotzdem runter. Habe ich da vergessen, eine Fackel zu setzen, ich Dulli. So, 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 so. Einmal hier. Fackel. So. Fackel. Zack, nein, nein, bitte nicht, nein! So. Dann kommt hier das hin. So, hier oben der Kabel wieder. Dann Wassertank. Mal einmal da. So. So. Das Wasser ist safe. Dann kommt jetzt hier das nächste Wasser. So, was waren die drei? Eins, zwei. Drei. Und dann noch hier. Hier muss noch Marvel hin. Eins, zwei, drei. So, ich glaube, CO2 hat den Crusher jetzt. Noch. Und unsere Stromproduktion läuft. Auch mit Max Speed? Perfekt. Denkst du, ich mach nur halbe Sachen? Könnte sein. Arsch. Ja, was weiß ich, für dich kann es ja vielleicht sein, dass die Hälfte von der Umdrehungszahl schon das Max ist. Dann weißt du es ja nee. Nicht. Jedes Wasserrad hat ein Eimer. Jedes Rad hat ein Eimer Wasser bekommen. Das ist aber nicht an sich maximal. Nee, es geht um die Entfernung dazu, wie schnell die sich drehen. Wo ist der hin? Die dreht irgendwo da oben. Die drehen sich ordentlich. Wir haben jetzt 3, 6, 9, 12, 18 Wasserräder. Jo. Die Strom produzieren. Doch, dann bist du. Naja, wir brauchen wahrscheinlich mehr Wasserräder, aber uns wird der Crusher. Ha, wieder drei Enderperlen. What the fuck, ist das Deck schon wieder weg? Alter. Ich hab doch erst hergestellt ohne Ende. Welches Deck? Oh, wieder über ein Stack. Ach so. Ja, ich würde sagen,
Machine Power! Und hier kommen dann die Öfen hin, also hier dein Coke Ofen und die ganze kleine Maschinerie, die hier steht. Ja.